Bei einem harmlosen Routineeinsatz bringen Christoph Breuer und Dirk Kerner nun äußerst kriminelle Machenschaften ans Licht. City 202 für Berolina, kommen. City 202 hört. Fahrt in die Götzstraße, Höhe Nummer 12. Eine Anruferin, Frau Petra Weigert, meldet Ruhestörung durch einen Laubbläser. Götzstraße 12, Ruhestörung durch Laubbläser. Anrufern vor Ort. Ja, wir fahren. Ruhestörungen zählen zu den klassischen Auslösern von Nachbarschaftsstreitigkeiten. Oft enden diese in handfesten Auseinandersetzungen, wie auch bei diesem Einsatz in einem Wohngebiet in Tempelhof. Hallo, hallo. Beruhigen Sie sich doch mal bitte. Machen Sie mal bitte das Gerät aus. Was greifen Sie den Mann so an? Ich greife den an, weil der stört meine Mittagsruhe. Nicht nur diese Woche, sondern auch schon letzte Woche. Das ist verboten und das weiß er auch. Ich mache hier nur sauber. Nee, hallo. Wenn Sie hier weiter schreien, dann setzen wir uns wieder ins Auto und gehen. Also anschreien ist hier gar nicht, okay? Ja, okay. Gut, also ganz in Ruhe. Ja, also, meine Mittagsruhe, der weiß ganz genau, dass man in der Mittagsruhe keinen Krach macht. Das geht diese Woche so, das ist letzte Woche auch schon so gewesen. Gut. Nehmen Sie ihm jetzt das Ding endlich. Naja, ganz so weit sind wir noch nicht. Alle anderen auch hier. Ganz so weit sind wir noch nicht. Wenn er hier immer unerlaubt zu einer bestimmten Zeit hier das Laub weg bläst, da können wir drüber reden. Aber trotzdem haben Sie noch lange nicht das Recht, ihn körperlich anzugehen. Ja, also Sie wollen keine Selbstjustiz üben. Oder? Ja, genau. Ich habe Sie angerufen, damit das hier endlich ein Ende hat. Ja, aber nicht wie mein Kollege sagte, ihn jetzt hier auf die Straße schubsen. Was ist, wenn da ein Auto kommt und er da überfahren wird oder was? Das war nicht richtig von mir, aber ich habe nicht die Chance. Okay. So, Sie haben uns angerufen, dann bräuchte ich mal Ihren Ausweis, bitte. Ich bin eigentlich nur hier, weil der junge Mann hier immer ständig in den Klamotten rumzieht. Der war schon dreimal die Woche hier. Sehen Sie mal an, wie das hier aussieht. Ich bin hier derjenige, ich mache hier Ordnung in dem Viertel, damit das alles ordentlich ist. Und jeden Mittag machst du den Sie holen die Sachen ja, nicht ab, aber ich hole mir da Sachen raus, weil ich habe im Moment kein Geld, ich bin arbeitslos. Ach, Sie suchen sich aus dem Kleidercontainer Sachen raus? Nimmst du denn sowas, die hört der Kleidercontainer. Gut, dann hätte ich ganz gerne noch mal Ihren Ausweis. Christoph Breuer und Dirk Kerner weisen den Altkleiderdieb darauf hin, dass er mit einer Anzeige rechnen muss. Doch plötzlich nimmt der Fall eine dramatische Wendung, denn das Ehepaar vermisst seinen Sohn. Wer sind Sie jetzt bitte? Ich bin Ihr Freund, wir suchen... Wir sind eigentlich nur wegen unserem Sohn hier. Wir wollten uns hier treffen. Gut, na, dann können Sie sich ja gerne mit Ihrem Sohn treffen, das ist ja dann kein Problem. Oder haben Sie was damit zu tun, dass Sie hier Laub, auch von dem Laubbläser... Die kommt von Arbeit, ich will pennen und jeden Mittag... Gut, alles klar. So, ich frage die mal kurz ab und Berolina von CD 202. Dirk Kerner erfährt von den Eltern, dass der Junge 12 Jahre alt ist und bereits seit einer halben Stunde vor Ort sein müsste. Der Polizeioberkommissar sucht nach Hinweisen auf den Verbleib des Sohnes und macht dabei eine erschreckende Entdeckung. Christoph? Ja? Nee, bleiben Sie mal ganz kurz weg, bitte. Geht gleich. Das ist der ja, ganz kurz, bitte. Gehen Sie mal bitte ganz kurz weg. Was ist denn? Gib mal rein. Ach du Scheiße, warte mal. Ja. Gut, das werden wir erstmal sicherstellen. Bleiben Sie mal weg. Bleiben Sie mal bitte weg. Waffe. Die hört bestimmt dem da. Ja, mit dem Laufsatz. Na klar. Der hat eine Waffe. Wisst ihr auch warum? Weil der schießt nämlich immer auf Vögel. Guck mal. Das hat er letzte Woche auch gemacht. Alles abgefeilt, ja. Ja, die sind bestimmt seine Waffe. Und die sehen auch scharf aus. Wir legen die erstmal rein. Mach die mal hier runter. Das ist noch ein. Ich hab ja gesehen, wie du auch alles abgefeilt. Ich weiß nicht, wo Ihr Sohn ist. Lassen Sie schon mal in Ruhe. Nein. So, der Rucksack hat ja auch noch am Körper eine Waffe. Ja, machen. Immer mit der Ruhe. Wir sind ja. Sie haben Jonas jetzt hier drin rumgewühlt. Ja. Ja? Das ist von meinem Sohn. Schauen Sie mal rein. Dann bleiben Sie auf jeden Fall erstmal da, bitte. Haben Sie sonst irgendwelche Waffen oder Scharfen, gespitzte Gegenstände bei? Ja? Gut, dann würde ich Sie auch ganz gerne mal kurz abtasten. Mal gucken, dass wir den Verdacht hier ausräumen. Also jetzt muss ich sagen, bin ich ein bisschen verwirrt, denn wir haben hier einen verschwundenen Jungen. Wir haben einen Rucksack hier in dem Container gefunden und noch eine Tüte bzw. auch verteilt scharfe Schusswaffen, die teilweise bzw. fast alle die Nummer rausgefallen sind, also somit illegale Waffen. Ich bin etwas überfragt, weil vielleicht ist der Junge in Gefahr, vielleicht hat der Junge mit was zu tun mit. Ich habe keine Ahnung momentan. Schätzungen zufolge soll es in Deutschland 20 Millionen illegale Schusswaffen geben. Bei der Durchsuchung können die Beamten keine weiteren Pistolen sicherstellen. Doch die Nachbarin hat einen schwerwiegenden Verdacht. Der hat noch ein Auto. Sind Sie mit Auto hier? Ein Auto.
Vielleicht ist da was drin. Sie sind mit dem Auto hier, ja? Oder wie? Der packt hier mal. Wo ist denn Ihr Auto? Da ist er doch, der Wagen. Da. Wo ist denn Ihr Auto? Also hier ist eine Spalte. Nee. Der blaue Wagen, der blaue ist einer. Ja, dann schauen wir uns mal Ihr Fahrzeug an. Ja. Nur, dass wir einen Verdacht ausräumen. Aber da ist nichts. Ja, wir können ja mal schauen. Na klar, irgendwo muss sie ja sein. Hör mal den Mund, Mensch. Ja, wirklich, Sie sind jetzt erstmal ganz still, okay? Wir sind natürlich hier ans Recht gebunden. Das heißt, wir können natürlich aufgrund irgendeiner Anschuldigung nicht komplett jemanden einfach durchsuchen, seine Sachen, Haus, Auto etc. Bloß die Dame hat das so vehement gesagt und der Herr schien auch irgendwie nicht ganz so damit der Sache überzeugt zu sein, hat uns aber dann freiwillig hingegen gestattet, dass wir sein Auto uns angucken dürfen. Und somit hat das natürlich alles wieder Hand und Fuß gehabt. Sie bleiben jetzt einfach mal bitte Ruhe hier stehen, ja, und dann werden wir gucken. Christoph? Ja. Was ist denn das? Sie, wir bleiben erstmal da. Nee, bleiben erstmal schön hier. So. Oh Gott, Jonas, was ist denn hier? Was ist denn hier passiert? Das ist doch dein Auto. Was hat der hallo. Der ist doch hier eingesperrt. Was soll denn das? Der Bengel wollte ihn auch. Warum? Was ist jetzt hier vorgefallen? Warum ist der Junge in Ihrem Kofferraum? Der Bengel war da an den Kleidersammeln rein. Halt bloß noch nicht ins Auto, damit er mal lernt. Weil seine Mutter scheint ja nicht beizubringen, weil das mal Zucht und Ordnung ist. Sie wollen mir jetzt klipp und klar erzählen, der war in den Kartons und Sie haben ihn einfach da reingestellt? Ja, ich muss erst mal sauber machen. Ja, aber Sie können doch nicht einfach einen Jungen hier reinmachen, nur weil er da irgendwo rumläuft. Die fragen die ganze Zeit an Ihrem Sohn, die machen sich Sorgen, verdammt nochmal. Ja, aber du bist doch erst mal wichtiger, oder? Außer er muss das ist gar nicht wichtiger, das ist ein Mensch, das ist ein Kind, den kann man nicht einfach irgendwo reinsperren. Okay. Ist doch nicht passiert. Nee, nicht, ja, glücklicherweise. Ihr könnt ihn gleich wieder freilassen. Glücklicherweise ist nichts passiert. Mein Gott nochmal. So, jetzt nehmen Sie mal dieses Gerät hier ab. Das nervt mich jetzt hier ein bisschen. Wir müssen uns erst mal hier ein bisschen genauer unterhalten. Hier, jetzt allein tragen kannst du da alleine. Wirklich nicht? Irgendwie. Alles okay? Was ist passiert? Alles wie lange warst du da drin? Weißt du nicht mehr, aber. Verrätst du mir mal, wo du die hierher hast? Hast du die da rausgeholt aus dem Kleidercontainer? Ja. So. Die lagen da einfach so rum. Ja? Man, das darfst du nicht machen, wenn du sowas findest. Rufst du am besten irgendwie die Polizei und deine Mama an oder irgendwie sowas, ja? Okay? Was sind das jetzt für Waffen? Ja, der ist auch im Kleidercontainer gefunden. Alle beide im Kleidercontainer? Alle beide. Tun wir die auch erstmal hier mit rein? Wie viele sind denn? Das sind verdammt viele, ne? Ja, ja, das sind eine ganze Menge. Also ich zähle hier 3, 5, 6, 6 oder 7. Das muss doch eine Pistole sein. Kann nicht alles sein. Gute Frau. Wir sind ja mitten dabei und wir finden ja nach und nach. Aber wenn Sie wissen, wo Pistolen sein sollten, dann verraten Sie es uns. Im Auto ist jedenfalls nichts mehr. Warum wir nämlich nicht so lange suchen? Gehen wir mal gucken, ob da noch mehr finden. Wir müssen auf jeden Fall noch ein ernstes Wort reden. Ein Kind da einzufinden, das ist nicht. Das gehört nicht mir. Das werden wir auch noch rausfinden, ob das Ihnen gehört oder nicht. Lass uns mal hingehen, dass wir vielleicht finden auch noch mehr. Ja. So, Sie kommen jetzt bitte mit erstmal. Kann man einen Jungen ins Auto einsperren? Wollen wir die erstmal aufs Fahrzeug legen hier oder was? Ja. Dass sie erstmal die weg sind, in Sicherheit, weißt du? Das ist ja echt, Alter, das ist das allerletzte sowas, weißt du? Hast du schon wieder so ein Mikro? Hey! Mann, Sie schreien hier auch jeden an, oder was? Was soll denn das? Hey, stehen bleiben! Hey, stehen bleiben! Rüber. Schwein, komm, Sie. Ran! Warum rennen Sie denn weg? Container war offen. Ach so, Container war offen? Ja, mein Mantel zu Hause vergessen. Und dann rennt man einfach, oder wie? Kann nur sehen, was. Seien Sie mal nicht böse. Aber ganz ehrlich, was haben Sie denn für Anzüge an? Und dann suchen Sie in der Kleidersammlung? Das passt dann wenig. Es war einfach offen, wir müssen aufräumen. Genau. Warte mal, hängt gerade hier. Nichts gemacht. So, nun warten. Zappeln Sie jetzt nicht so rum, sonst tut's weh. Der Altkleidercontainer scheint ein Umschlagplatz für illegale Waffen zu sein. Polizeihauptkommissar Christoph Breuer startet über die Leitstelle eine Personenabfrage des Verdächtigen. Ja, ich bräuchte einmal einen Personenmono. Rufus Schenk, Schule Emil Nordpol Kaufmann. 4.9.72, Berlin geboren. Was haben Sie denn gesucht? Einen Mantel, mir war kein. Einen Mantel, genau. Ein Mantel. Deshalb haben Sie einen an. Super Idee. Es ist halt heute kälter. Ja, das stimmt. Hat den auch wiedergebracht. Nee, genau. Ja. So Sie sehen mir auch aus, als wenn Sie öfter in der Kleidersammlung suchen. Eine bessere Ausrede haben Sie nicht, ja? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich bin noch 10-200. Schenk, Rufus ist hier aufgeführt als Vorstraf für illegalen Waffenhandel. Vorbestraft wegen illegalen Waffenhandel. Ja, dann kam er mit. Herr Schenk. Bei der Abfrage sind Sie bei uns bei der Polizei bekannt. Und zwar wegen illegalen Waffenhandel. Kommt Ihnen das bekannt vor? Nein. Vergessen wir den Mantel zu Hause, nicht wahr? Sind unschuldig. So, packen wir jetzt aufs Auto, oder? Wir packen aufs Auto. Komm mal mit wegen Schüssen. Sie kommen jetzt erstmal vorläufig mit.
Und wir werden Sie auf jeden Fall dem Bereitschaftsrichter sowie dem Staatsanwalt noch mal vorführen. Ich denke mal, Sie werden irgendwas vermisst haben im Kleidercontainer, oder? Ich sag gar nichts. Müssen Sie nicht. Ja, diesen Kleidercontainer jetzt als Bunker zu benutzen, jetzt für Schusswaffen, hatte ich in meinem Fall bis jetzt noch nie gehabt. Dass jetzt irgendwie Drogenverstecke oder sowas ähnliches hinter so einem Kleidercontainer oder halt woanders, das kommt schon öfter vor. Aber jetzt selbst Schusswaffen im Kleidercontainer, die werden ja auch regelmäßig geleert eigentlich. Also damit muss man ja auch rechnen, dass sie dann plötzlich weg sind. Aber so, das hatten wir, glaube ich, noch nie. Sie kriegen von uns eine Anzeige. Wegen was denn? Wegen dem kleinen Jungen. Ja. Was soll das passieren? Er lebt doch. Glücklich. Alles gut. Kofferraum eingesperrt haben Sie unseren Sohn. So, Sie kommen mal bitte her. Sie haben das ja schließlich ja alles verursacht. Sag mal, geht's dir denn mittlerweile gut? Oder dann räumen Sie bitte alles hier wieder ein. Oder sowas? Nee? Dann verzichten wir auf eine Anzeige wegen Diebstahls. Okay. Ja? Dann sind Sie ja alles wieder schön fein säuberlich einräumen. Einen Arzt noch mal holen? Entschuldigung. Nee. Gut, also Sie gehen auf jeden Fall mit ihm nach Hause und notfalls noch mal zum Arzt oder so, ja? Super, hast du tapfer gemacht, aber du darfst nicht hier reingehen, ja? Okay, danke dir. So, weil ich will jetzt mit ihm weg. Hey, er räumt das hier ein, alles. Ja. Verlassen wir uns drauf. Spirulina, wir fahren jetzt mit einer Festgenommenen zum Abschnitt. Der Waffenhändler muss mit einer Haftstrafe bis zu 5 Jahren rechnen. Der Autobesitzer wird wegen Freiheitsberaubung angeklagt. Der kleine Junge kam mit dem Schrecken davon.